Guten Abend aus dem Spiegel Hauptstadtbüro in Berlin. Mein Name ist Philipp Oehmke, ich bin Redakteur für Kultur und wir wollen heute Abend reden über die Macht der Sprache. Was ist sagbar, was sagt man besser nicht mehr? Es wird um Mikroaggressionen gehen, um Gendersternchen, wir reden über Inklusion, Freiheit, Free Speech, Identitätspolitik und auch Cancel Culture. Ich habe drei Gäste hier neben mir sitzen. Die sind alle auf Covid-19 getestet, genauso wie ich auch. Als erstes Lisa Eckert, Kabarettistin oder wie man heute vielleicht eher sagt, Comedian und vielleicht auch gerade die umstrittenste in Deutschland. Ali Can, Sozialaktivist, Publizist, hat den Hashtag MeToo, Two wie zwei, ins Leben gerufen, unter dem Menschen mit Migrationshintergrund von Erfahrungen von Rassismus oder Diskriminierung reden konnten. Und Philipp Hübel, Philosoph und Autor des Buches Die aufgeregte Gesellschaft. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen reden. Die Gesellschaft ist aufgeregt im Moment. Es gibt kaum eine Woche, wo es nicht zu einem Skandal kommt, wo jemand etwas Falsches gesagt hat oder gecancelt werden soll. In den vergangenen Jahrzehnten war eigentlich eines der wichtigsten Güter der modernen westlichen Demokratien die Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Vor einem guten halben Jahrhundert gingen in Berkeley die Studenten auf die Straße, um für Free Speech zu demonstrieren. Es war immer ein dezidiert linkes Projekt. Heute, 50 Jahre später, verfolgen die Enkel dieser Protestierenden von damals, die Millennials, ein politisches Projekt, was die Betonung etwas anders legt und was bereit ist, das Recht auf Free Speech unter Umständen einzuschränken oder gar abzustreiten, zugunsten der Rechte von marginalisierten Gruppen, die sich möglicherweise diskriminiert fühlen können. Am vernehmbarsten war das vor einigen Jahren mit dem Hashtag MeToo, in dem über Opfer von sexueller Gewalt von ihren Erfahrungen der ganzen Welt berichten konnten. Aber es gibt eben auch andere Zeugnisse, die immer häufiger abgelegt werden von Leuten, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Identität oder aufgrund von Rassismus sich diskriminiert fühlen. Ein wichtiger Schauplatz dieser Kämpfe ist die Sprache. Denn die Begriffe, die wir von den Dingen haben, bestimmt unser Denken. Deswegen wird es heute auch um Gendersternchen gehen, was vor ein paar Jahren noch aussah wie experimentelle Lyrik, ist heute in den Mainstream angekommen. Firmen sprechen ihre Mitarbeiter auf diese Art und Weise an. Und man zahlt dafür sicherlich einen Preis. Die Sprache wird schwer lesbar, teilweise gar nicht mehr vorlesbar, aber möglicherweise, und das wollen wir heute diskutieren, lohnt es sich auch. Möglicherweise ist der Gewinn höher, Leute zu schützen und nicht mehr zu diskriminieren und möglicherweise auch endlich zu beachten, als den Preis, den man dafür zahlen muss. Früher, das sind natürlich keine ganz neuen Bestrebungen. Früher hieß das Political Correctness und bezog sich aber in erster Linie auf Sprache. Heute hat das die Mitte der Gesellschaft erreicht und eben nicht nur mehr auf die Sprache Zugriff, sondern auch auf andere Bereiche unseres Lebens. Wer sich nicht dran hält, wer nicht mitmachen will bei diesem neuen Projekt, läuft Gefahr, dass er nicht mehr mitmachen darf, dass er gecancelt wird. Cancel Culture heißt es von rechts. Ein falscher Satz. Und du bist weg. Jemand, der mit Cancel Culture Erfahrungen gemacht hat, möglicherweise zu Recht, wie wir heute Abend diskutieren wollen, ist unser Gast Lisa Eckert. Als sie vor einigen Wochen beim Literarischen Quartett eingeladen waren, gab es einen riesigen Aufschrei, dass jemand, der in seinem Bühnenprogramm jüdische Stereotypen oder vielleicht sogar antisemitische Stereotypen bedient, nicht in der Sendung von Marcel Reich-Ranicki, also der ehemaligen Sendung von Marcel Reich-Ranicki, auftreten dürfte. Sie sind schließlich gekommen, haben das alles ignoriert. Wie haben Sie das erlebt? Gar nicht. Also da muss ich wirklich gestehen, das ist keine Koketterie, weil ich habe immer
gerne offen zugegeben, dass einem das kein sadistisches Vergnügen bereitet, wenn man angegangen wird. Und das, wie man meint, zu Unrecht. Aber das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, weil es ganz kurz vor dieser Aufzeichnung hochgekocht ist und ich wusste nichts davon. Und das war ein sehr befreiendes Gefühl. Im Nachhinein habe ich es mir auch nicht angetan, um ehrlich zu sein, einfach um meiner mentalen Gesundheit willen. Und weil angesichts der Dinge, die mir zugetragen wurden, ich auch gesehen habe, da ist wieder einmal mehr persönliches Ressentiment im Spiel als jetzt tatsächlich Argumentation. Herr Can, wie sehen Sie das? Sie sind mit 3 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen mit Ihren Eltern und haben sich jetzt in den letzten Jahren für den Austausch im Grunde der Leute, die möglicherweise Diskriminierung erfahren, mit den Tätern engagiert. Sie haben ein Sorgentelefon eingerichtet, ein Hotline eingerichtet für Pegida-Leute, die dann mit ihnen sprechen konnten. Sie haben den Hashtag MeToo gegründet, wo es um rassistische Erfahrungen geht. Finden Sie, dass jemand, der Stereotypen bedient, welcher Art auch immer, gecancelt gehört oder dass man zumindest Ressentiments hat, so jemanden in eine Talkshow einzuladen? Ja, zunächst einmal würde ich konstatieren, dass also aus meiner Sicht Lisa Eckert nicht gecancelt wurde. Da fällt mir, um ein Beispiel aus meiner Sicht zu geben, wo man von Cancel Culture sprechen könnte, Arabella Kiesbauer ein, die 1994 bis 2004 eine Sendung hatte. 1995 gab es ein Briefbombenattentat auf sie und sie konnte ihren Beruf nur unter großer Angst und mit Sicherheitsleuten ausüben. Das ist für mich Cancel Culture und nicht Fälle, wo Menschen Karriere trotzdem machen können, trotzdem viel Bühne bekommen, auch im öffentlichen Rundfunk und eine große Reichweite haben. Das ist für mich keine Cancel Culture, sondern vielleicht eher eine Umschreibung dessen, dass jetzt marginalisierte Gruppen ein Tool haben, ein Schutzschild, um sozusagen ihre Würde zu wahren, um gegen Diskriminierung aufzustehen. Denn und da sind wir, glaube ich, uns einig, Sprache schafft Realität. So. Und ob ich das jetzt auf der Bühne mache als Kunstfigur, ob ich das als Politikerin oder Politiker mache, wenn ich Stereotype in den Raum werfe und das dann sogar aufgezeichnet wird, also immer dann, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und Menschen das rezipieren können, dann muss man wissen, dass das auch münden kann in Ressentiments, in gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und dagegen stehen wir auf. Und ich glaube, um so ein bisschen das vielleicht plastisch zu machen, es gibt einfach jetzt in der Gesellschaft und auf so Plattformen, Talkshows wie diesen, nicht mehr nur weißdeutsche Menschen, nicht mehr nur Lisas, Philips, sondern auch eben Tupokas, Alis, die jetzt auch für sich sprechen, aus einer ganz anderen Perspektive, weil wir haben eine andere Perspektive. Die ist mit Leid verbunden, bei manchen Gruppen sehr vulnerabel, mit einem ganz großen Leid, wo es um Versklavung geht, wo es um die Abwesenheit von Familienangehörigen aufgrund von Deportationen geht. Also man kann mit diesen Stereotypen bei diesen Menschen ganz große Schmerzen triggern und da kann man sich die Frage stellen, nimmt man darauf Rücksicht oder nicht. Das Gesetz regelt ganz klar die freie Rede, es ist alles erlaubt zu sagen, also diese Debatte brauchen wir ja gar nicht führen. Man darf alles sagen, es sei denn, man leugnet den Holocaust. Aber man kann sich eben fragen, wie macht man die Kunst, wie macht man die Witze und wie geht man sonst damit um und dafür wollen wir sensibilisieren. Also das Cancel Culture würde ich bestreiten. Ich meine, es gibt es auch in der gesamten Wissenschaft, gibt es nicht eine Übereinkunft, dass es sowas wie Cancel Culture gibt. Es ist sozusagen so, dass wir uns demokratisieren, Gruppen, die vorher unsichtbar waren, jetzt mitsprechen und auch für sich und ihre Perspektive einbringen. Und das ist eine sehr begrüßenswerte Entwicklung. Darf ich dazu mal eines sagen, weil ich habe mich immer sehr dagegen gewehrt, zu behaupten, ich sei gecancelt worden, was ich auch nie so erachtet habe. Ja. Ich meine aber, dass das von manchen, ich unterstelle keine Absicht, sondern wahrscheinlich eher schlafwandlerisches Geschick, dass Figuren, bei denen dieser Begriff der Cancel Culture jetzt aufkommt, wie bei mir oder bei Dieter Nuhr, dass das nicht umsonst Menschen sind, die quasi nicht zu canceln sind. Meine Karriere hat zu dem Zeitpunkt einen Bereich erreicht, wo ich quasi nicht mehr vom Thron zu schubsen war, weil ich eine Gemeinschaft hinter mir hatte, völlig normale Leute, das bedeutet, die keine Kugel abfangen würden für mich, aber sich auch nicht einschüchtern lassen durch, wie ich meine, teilweise verleumderische Anwürfe, zu meinen Shows zu kommen. Ich meine, dass das für manche aber ein wichtiger Aspekt ist,
sich Menschen auszusuchen, die nicht zu canceln sind. Weil Sieg, Macht, Erfolge, all das wäre für jene schon ein Zeichen moralischer Verwerflichkeit und einer Form von eben Macht. Und jede Form von Macht erachten sie als schuldig, jede Form von Täterschaft. Und das impliziert nur die Fähigkeit, irgendetwas zu tun. Sie brauchen dieses Gefühl David gegen Goliath und sie müssen verlieren. Das spricht nicht für alle, aber in manchen Fällen hat man diesen Eindruck, der Lebenssinn darf nicht dadurch verloren gehen, dass man tatsächlich jemanden von der Bühne verschwinden lässt. Also Sie sagen, die Leute wollen nur sagen, wir haben es versucht, hat nicht geklappt, okay, lassen wir es. Ja, und es kann immer weitergehen so. Mhm. Man könnte sich auch an Größen abarbeiten, an beherzten Antisemiten wie Wagner. Dort sehe ich diese Menschen aber nicht vor Opernhäusern. Ich sehe sie auch nicht bei Menschen, die jetzt karrieristisch oder emotional eher labil sind und infolge eines solchen Shitstorms tatsächlich die Bühne räumen. Würden. Klar, da bekomme ich es nicht mit. Doch, Herr Hübel, Sie haben das in Ihrem Buch so schön gefasst in Fürsorge gegen Freiheit. Fürsorge für marginalisierte Gruppen, dass die dem nicht ausgesetzt werden. Freiheit, die wir eigentlich alle natürlich irgendwie maximal für uns beanspruchen, dass man auch Dinge aushalten muss. Wie beurteilen Sie das jetzt im Fall von Frau Eckert? Tut mir leid, dass Sie jetzt so als Beispiel herhalten müssen, aber wie beurteilen Sie das? Was überwiegt, was sollte da überwiegen? Darf ich vorher noch kurz eine Einordnung geben, die sozusagen ein bisschen noch diesen Rahmen weiterspannt, Stichwort Cancel Culture. Ich glaube, das ist eher ein Phänomen, ein Extremphänomen von politischem Aktivismus. Und Sie haben im Eingang gesagt, dass das sozusagen von rechter Seite vorgeworfen wird. Es gibt eigentlich sowohl auf rechter als auch auf linker Seite Methoden, die vom, sagen wir mal, rationalen Diskurs abweichen, wo man versucht, jemanden mit Argumenten zu überzeugen, dass er die falsche Position hat, oder wo man jemanden mit Argumenten kritisiert, sondern man versucht es mit anderen Methoden, die jetzt nicht argumentativ sind. Und die rechte Seite, wie Ali Can gerade beschrieben hat, ist auch sehr stark darin, mit bestimmten Methoden die Kosten zu erhöhen, bestimmte Sachen zu sagen. Also wenn eine junge Frau etwas twittert und sie twittert zum Thema Feminismus oder anderen umstrittenen Themen, kann man sicher sein, es gibt da also eine rechte Gruppe, die vor allen Dingen mit Androhung von Hass, von Gewalt arbeitet, teilweise so krass gehen, dass sie dann Telefonnummern und Adressen veröffentlichen, also die physische Gefahr erhöhen, also mit Gewalt arbeiten. Und sie wollen einfach die Anreizstruktur verändern, dass man sagt, wenn ich das alles serviere, wird die Person sich vielleicht überlegen, sowas nochmal zu posten. Also man verändert sozusagen ein bisschen die Lage. Und auf der linken Seite, Sie haben es gerade schon angesprochen, da gibt es etwas, was zumindest von der Idee ähnlich ist, nämlich auch eine Form von Aktivismus. Und diese Form von Aktivismus arbeitet aber mit anderen Methoden, nämlich nicht mit Gewalt und Hass oder zumindest vornehmlich eher mit Scham und Empörung. Da geht es eher darum, dass man sagt, wir wollen Leute ausgrenzen, wir wollen sie sozial ausgrenzen, wenn sie die falschen Sachen machen. Und dann ist der Versuch zu canceln, dass man sagt, eine Person, die die falschen Sachen gesagt hat oder nicht sozusagen die richtige moralische Agenda hat, wir wollen es jetzt wiederum für die Person schwer machen, ihre Ideen zu verbreiten oder aufzutreten oder in bestimmten Netzwerken zu sein. Das ist erstmal eine sozusagen vordergründige Parallele, aber die Methoden sind, wie gesagt, verschieden. Und die Motivation, das hat was mit Freiheit und Fürsorge zu tun, die, glaube ich, die Idee des progressiven Denkens war es, wie Sie es ja auch beschrieben haben, einmal die Autonomie, die Freiheit zu stärken. Aber das zweite große Thema ist Minderheitenschutz, Fürsorge. Also man setzt sich für die ein, die benachteiligt sind, die Diskriminierten, die Minderheiten, die leiden. Und beide Prinzipien kann man nicht immer gleichzeitig ganz hochhalten. Also wenn man sagt, ich will Freiheit unglaublich stark machen, dann darf jeder alles sagen. Wir wissen aber, wenn Leute etwas sagen, kann es sehr verletzend sein. Wenn ich jetzt die Fürsorge höher schrauben will, wenn ich sage, wie Ali Can das gesagt hat, wir haben aber Leute, die leiden unter bestimmten Äußerungen, dann muss ich die Freiheit etwas einschränken. Und dieses hat sich etwas verschoben. Also ich würde sagen, in der Generation X, so die noch in den 70ern geboren sind, war, glaube ich, Freiheit noch ein bisschen wichtiger im progressiven Diskurs. Und je weiter man sozusagen in die jüngeren Kohorten geht und je weiter man zum linksliberalen Rand, also eher zu den Linksaktivisten geht, desto mehr ist dieses Fürsorgeprinzip wichtig. So, aber kann mir denn jetzt jemand aus unserer netten Runde hier sagen, wie wir das zu beurteilen haben, was Frau Eckert gesagt hat? Sie haben in etwa gesagt,
wohlgemerkt im Zusammenhang einer, Sie nennen das Kabarett, oder? Oder Comedy-Show, Late Night, wie auch immer. Ist ein Privileg des Erfolgs, dass die Kategorisierungen von außen kommen. Sie haben gesagt, ich paraphrasiere nur, Judenreparationen zu zahlen, ist wie Dieter Mateschitz ein Red Bull auszugeben. Ich muss sagen, es ist einfach schwierig. Es ist einfach schwierig mit einzelnen Sätzen, wenn einer Nummer, die jetzt plötzlich problematisch wurde, die jetzt mittlerweile schon fast 3 Jahre alt ist, wo es ganz eindeutig um MeToo ging und es gab schon Nummern, die der vorausgingen, wo jeder sehen konnte, was meine Einstellung dazu war. Und es war eine eindeutige Absage an die Hetze, die wir jetzt wiedersehen, an ein völliges Umgehen von juristischen Mitteln, an einen Lynchmob, dem ich, um es noch einmal zu sagen, dem ich das genüsslich reinreiben wollte, dass es völlig übersieht, wen es da eigentlich anprangert. Ja. Und jeder, der es wollte, wusste das, worum es in dieser Nummer geht. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ging es um Opfer und Täter. Sie reden erst von einer Gruppe, die ganz klar als Täter identifizierbar war, nämlich Leute, die aus dem amerikanischen Showgeschäft, die MeToo's wurden. Ganz klar, als Täter Weinstein identifiziert, ne? finde ich auch schon problematisch. Das waren zu dem Zeitpunkt Vorwürfe, zu dem Zeitpunkt der Nummer. Genau. Da war keine Rechtsprechung. Und ich wollte Ihnen einfach diesen Spaß ein wenig verderben. Es kann sein, dass manche das bemerkt haben und deswegen zornig wurden, was natürlich wieder eigentlich eine geglückte Nummer wäre, wenngleich es dann ein bisschen unangenehm für mich wurde. Interessant, geglückte Nummer. Geht es da auch um Aufklärung, wenn man sich das Video von diesem Auftritt noch einmal anschaut? 2018 war das, glaube ich. Spät nachts beim WDR in Köln. Mhm. Die Leute sind betreten. Die Leute lachen nicht. Das tun Sie aber nie in dieser Sendung. Da hätten Sie sich alle anderen auch. Ich wollte das sozusagen in Ihrer Verteidigung sagen. Man könnte sagen, das war ein aufklärerischer Impetus. Ja, das kann auch sein, weil die Performance jetzt nicht ideal war. Sie müssen sich das vorstellen, wie schrecklich das für mich ist. 2,5 Jahre, ich bin nur 5 Jahre auf der Bühne. Also der Duktus missfällt mir, die ganze Gestik missfällt mir. Hinter dem Text stehe ich weiterhin. Aber der Rest ist für mich quasi unerträglich. Also es ist vom Timing her oft schlecht vorgetragen, deswegen kann ich ruhig verstehen, wenn das nicht genauso gezündet hat, wie es sollte. Was hat schon gezündet? Irgendetwas, ich schreibe meinem Publikum nicht vor, wie es zu reagieren hat. Ich weiß, was ich beabsichtigt habe damit und das würde ich immer weiter verfechten, weswegen es auch keine Entschuldigung gab, weil ich nichts im Affekt und aus Versehen sage und meine Dinge sehr gründlich überprüfe, ob das akzeptabel ist oder nicht. Was machen wir jetzt damit? Ja, ich finde es schwierig. Also ich finde es schwierig. Also zum einen, dadurch, dass Sie das jetzt aufgegriffen haben, merkt man, da ist ein Video im Netz. So, man kann da nicht sich flüchten, denn das ist doch so lange her. Und schon gar nicht kann man. Auch nicht bei 2 Jahren. Und schon gar nicht kann man sich in so einen, wie soll ich sagen, so einen künstlerischen oder intellektuellen Elfenbeinturm flüchten und sagen, das war die Figur und das war der Witz und das war die Absicht. Nein, man kann, finde ich, nicht. Oder eins muss ich noch vorschieben. Es ist super und gut, dass Kunst und Meinungsfreiheit garantiert ist. Dass man alles sagen kann, was man möchte. Und gleichzeitig kann man nicht das, was man da fabriziert auf der Bühne oder wirklich zum Besten gibt, nicht losgekoppelt sehen von der Gemengelage oder Großwetterlage, von den gesellschaftlichen Missständen, die es in der Gesellschaft gibt. Man hat eine Verantwortung meiner Meinung nach, wenn man auf die Bühne kommt, dass man sich möglichst Mühe gibt, dass das, was man da sagt, nicht missverstanden wird. Wir haben Halle an der Saale, wo jemand wirklich in eine Synagoge eindringen wollte, dort einen Massenmord verüben wollte. Er hat 2 Menschen trotzdem umgebracht. Wir haben den Fall Lübcke, bald jährt sich Hanau. In dieser Gesellschaft läuft so einiges schief. Rechtsextreme sitzen im Bundestag, in den Landtagen und Rechtsextreme werden aufgedeckt in der Polizei. Das ist so meine Lebensrealität. Das heißt, wenn ich zur Polizei gehe, kann ich mir nicht sicher sein, dass sie mich wirklich beschützt. Ich kann, wenn ich in eine Shisha-Bar gehe, das nicht mehr als ein safer Space sehen und habe Angst, und auch meine Geschwister und Cousins und ganz viele andere auch, dass da jemand reinkommt, der sich radikalisiert hat und uns umbringen möchte. Und wie tut er das? Er tut das, weil es Stereotype in der Gesellschaft gibt, weil es Erzählungen gibt, nach denen ich minderwertig sei, nach denen ich kein Existenzrecht habe. Diese Menschen machen das ja nicht einfach so. Und wir können auch in der Geschichte zurückgehen. Es hat ja nicht alles mit den KZs angefangen, es hat nicht alles mit den Massenmorden angefangen. Vorher waren die Erzählungen, vorher waren die Witze, vorher waren die Narrationen.
Und ich finde, dass wenn man besonders in dieser Gesellschaft, die Erinnerungskultur, die den Holocaust, das Erinnern daran, sich in die DNA geschrieben hat, dass das nie wieder passiert, hat man besondere Verantwortung, wenn man eine Bühne bekommt und sollte sich darum bemühen, dass das nicht falsch verstanden wird. Und zu Ihrem Fall, das Ding ist ja, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, jüdische Verbände, ganz viele Institutionen, wo jüdische Menschen aktiv sind, haben gesagt, das geht nicht. Das ist antisemitisch. Und diejenigen, die das am eigenen Leibe erfahren, die Biografie mitbringen, die haben auch ein Gewicht in dieser Debatte. Und wenn die sagen, das ist schlimm, das ist antisemitisch, dann sollte man auch meiner Meinung nach darauf hören. Gewiss, es gab natürlich auch Antisemitismusforscher wie Götz Ali oder andere Menschen, die selber auch Juden waren, die wiederum das Gegenteil gesagt haben. Also es ist nicht so, dass da eine geschlossene Einheit war. Deswegen diese Stimmen, die meiner Meinung nach auch Autorität haben oder auch es waren einige, wenn ich alleine das Haberfront Festival erinnere, wo Herr Navid Kermani sich dann auch geäußert hat und was vom Tisch gefegt wurde, was einfach Stimmen sind, die, wie ich finde, genauso Autorität haben, die für mich dann nicht sagen, ach, der spricht für mich, der hat natürlich recht. Aber es gab verschiedene Stimmen. Und ich meine das, was Sie gesagt haben. Also wenn man von bei Rassisten, die mit diesen Stereotypen, die an diese Stereotypen glauben, ich denke schon, die haben ein Problem mit Pluralismus. Da ist ein Reinheitsdenken, ein kultureller Putzfimmel vorhanden. Und ich glaube nicht, dass ich dieser Ambiguitätsintoleranz, wie man so schön sagt, entgegenwirken kann, indem ich in der Kunst vor allem keine Ambiguität mehr zulasse und absolut klar Stellung beziehe. Das wäre fatal. Keiner sagt ja auch, dass sie das unterlassen sollen. Keiner sagt ja auch, dass sie bestimmte Witze rauslassen sollen. Es geht am Ende vielleicht auch darum, gelingen diese Witze, gelingen diese Narrationen? Wie bereitet man sie auf? Und ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir einfach die gesellschaftlichen Missstände, in denen wir sind, nicht losgekoppelt sehen können von der Kunst, die gemacht wird, speziell wenn man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftritt. Also ob es jetzt Ihr Auftritt ist oder ob es Dieter Nuhr ist, ich bezahle das mit. So, ich finde es legitim, wenn ich dann einfach Kritik äußere. Das ist also nicht so dieses negativ konnotierte Cancel Culture. Das ist einfach nur, ich habe das Recht, auch das zu kritisieren und wenn es mir missfällt, dann sage ich das. Und dann kann man gucken, wie man damit umgeht. Ob man die Witze vielleicht anders macht, ob man die Erzählstruktur anders macht, ob man sich vielleicht daneben ein bisschen engagiert. Weiß ja nicht, wie man damit umgeht. Aber zumindest finde ich, dass es legitim ist, weil wir, und neben mir gibt es andere Gruppen, die eine viel schlimmere Vergangenheit haben, wo es um Versklavung geht, um Deportation. Sinti und Roma zum Beispiel, das jüngste Beispiel, haben wir alle mitbekommen, dass die Wiederholung der WDR-Sendung Die letzte Instanz sehr viel Entrüstung ausgelöst hat. Völlig zu Recht. Da tun sich Leute schwer, nicht Betroffene von Rassismus, die diese Lebensrealität nicht kennen. Und darauf möchten wir halt hinweisen, da möchten wir sensibilisieren, dass Menschen diskutieren bei diesem Thema und Witze verteidigen, die aber selber nicht diese Lebensrealität haben. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und das ist halt für mich ganz wichtig zu sagen, sie bringen eine Lebensrealität mit, eine Biografie und Privilegien, die andere nicht haben. Und wenn sie auf Kosten von denen Geld machen, ausverkaufte Shows, für Unterhaltungsräume sorgen, dann bringen sie eine Verantwortung mit sich. Das heißt, damit sich zu beschäftigen und die Kunst dann möglichst so gut zu machen, dass auch die Betroffenen da mitgehen können. Dass die auch im Publikum sitzen, weil für wen machen sie die Kunst? Das ist eine homogene Gruppe von weißen, deutschen Menschen ab der Mittelschicht, die da mehrheitlich sitzen. Und da sitzt nicht unser Eins. Weil wenn wir zuhören würden, unser Magen wird sich verdrehen. Und darauf möchte ich hinweisen. Und dafür möchte ich sensibilisieren. Heißt nicht, dass man nicht für eine Nische Kunst machen kann oder Satire und will auch keine Grenzen setzen. Da sind wir uns alle einig, gar keine Frage. Ich will nur sagen, man darf es doof finden, weil es einen selbst betrifft. Herr Hübel, da müssen Sie uns helfen, darüber schreiben Sie auch. Ich würde auch sagen, dass man es doof finden kann und kritisieren kann. Allerdings hast du natürlich jetzt die ganze Zeit unterstellt, dass das sozusagen, was da passiert ist, dass die Stereotype einen Schaden anrichten. Ne? Also definitiv. Die Idee, die da so ein bisschen dahinter steht, oft in der Argumentation, und was ja auch sozusagen umstritten ist, es geht ja nicht darum, dass Leute jetzt gesagt haben, das waren jetzt Behauptungen, jemand hat da, Lisa Eckert hat jetzt wirklich gesagt, Juden, denen geht es nur ums Geld, sondern es war ein Erwähnen davon. Ne? Es ist keine Behauptung, sie stand nicht dahinter, es ist jetzt nicht Antisemitismus in dem Sinne, dass es eine Anschuldigung oder Verunglimpfung ist, sondern es wurde mit dem Klischee gespielt. Und jetzt ist dann die ganze Frage in dem Kontext, wenn jemand mit einem Klischee spielt, kann ich das falsch verstehen oder
kann ich dem Publikum zumuten, dass man das als ein Spiel damit versteht. Und du würdest sagen, egal ob man damit spielt oder nicht, es ist immer ein Schaden. Und ich glaube, man kann aber auch die Interpretation einnehmen, dass man sagt, wenn eine Figur auf einer Bühne extrem übertreibt und sozusagen die ganze Inszenierung extrem überzogen ist und satirisch ist, dann kriegt man vielleicht eine neue Perspektive und sieht es plötzlich nicht mehr als Behauptung des Klischees, sondern als eine Brechung des Klischees. Und ich glaube, das kann man einem Publikum schon zumuten. Natürlich, die interessante Frage ist, je mehr es gebrochen ist und je mehr vielleicht auch die Person sich selber mit reinnimmt und über sich selber Witze macht, desto stärker funktioniert das als Witz. Ne? Jetzt kann man sich fragen, hat das jetzt funktioniert oder hat das nicht funktioniert? Aber ich glaube, die Unterstellung, die oft gemacht wird, wenn etwas überhaupt nur erwähnt wird, entsteht schon der Schaden, weil die Leute das nicht verstehen, mutet dem Publikum ein bisschen zu wenig Autonomie zu. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Publikum da rausgeht und sagt, ich habe das schon immer gedacht, aber jetzt fühle ich mich jetzt auch noch bestätigt. Also dass durch das Klischee jetzt wirklich die Menschen dann antisemitischer werden oder so. Ja, man würde ja nicht abstreiten, dass die Reproduktion von Stereotypen und Klischees folgenlos bleibt. Also kann ich ja jetzt andersrum genauso fragen und sagen, die sind im luftleeren Raum, das wird verarbeitet. Also sehr lieb auch von dir, dass du nochmal erzählt hast, wie Satire funktioniert. Ja. Aber ich will nur darauf hinaus, also die Aufzeichnung gibt es. Ja. Es gibt in dieser Gesellschaft viele, viele Menschen. 2019 gab es eine Studie vom American Jewish Committee. Jeder Vierte in Deutschland hat antisemitische Gedanken. Was heißt das also? Was bringt das für eine Verantwortung mit sich? So, darum geht es mir. Es geht mir darum, dass wir verstehen, dass diese Bilder, diese Sätze, die man ausspricht, allein dadurch, dass sie ausgesprochen werden, eine Wirkung entfalten. Das ist so ein bisschen wie in der Schule, wird immer noch das Spiel Wer hat Angst vom schwarzen Mann gespielt. Allein dadurch, dass ich spiele, obwohl alle wissen, das ist ein Spiel, sind wir uns einig, ne? Die wissen, das ist ein Spiel. Trotzdem wird das doch eingeprägt, trotzdem nimmt man das doch mit. Ja. Und ich will nur darauf hinaus, egal um welche Kunstplattform es handelt, das, was da fabriziert wird, steht immer trotzdem, muss man trotzdem sehen in diesem Zusammenhang mit dem, was sonst passiert. Und in diesem Publikum will ich unterstellen, dass das Publikum das nicht versteht, aber trotzdem sorgt die Reproduktion für etwas. Und das muss man wissen. Aber wo wir gerade bei Studien sind, wenn man jetzt einfach mal schaut, wie ist es um Antisemitismus in Deutschland bestellt? Du hast recht, es gibt immer noch Antisemiten in Deutschland. Aber der Antisemitismus hat nach der großen Studie von Zick und Küppers, der Mitte-Studie, die immer die Einstellung sich anschauen, hat sich etwa halbiert in den letzten, oder zumindest ist zurückgegangen in den letzten 20 Jahren. Also es ist weniger geworden. Und diese Idee, man würde sozusagen, wenn man das nur ausspricht, ein Klischee, Leute zu Antisemiten machen, ist eigentlich nicht belegt. Habe ich auch nicht gesagt. Naja, aber du sagst sozusagen dadurch, dass, also ich überspitze das mal ein bisschen, es gibt eine ähnliche Diskussion, die sagt, es gibt immer mehr Horrorfilme und die Leute werden gewalttätiger oder Leute spielen irgendwelche Computerspiele, Ego-Shooter und dadurch werden sie gewalttätig. Und es wirkt immer so, dass man sagt, oh ja, hier ist sozusagen die Kunstform, die Inszenierung und hier ist die Wirklichkeit, da gibt es eine kausale Korrelation. Aber tatsächlich ist es so, diese Korrelation ist oft nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass Menschen nicht zwischen Fiktion, Kunstform und der Realität unterscheiden können. Also die Frage ist, durch das bloße Hören von Klischees, die wir kennen und das vielleicht eine Brechung mit sich bringt, indem man das nennt, ja, also die Frage ist so, kann man wirklich davon ausgehen, dass die Leute nicht das verstehen? Das ist eigentlich die Frage. Und damit also wird es schwierig für jegliche Form von, vor allem amerikanischer Stand-up-Comedy. Denn du wirst immer eine Gruppe finden, die damit nicht einverstanden ist oder sich gekränkt fühlt. Ja. Darf ich dazu noch was sagen? Also, ja. Weil es interessant ist mit Stand-up-Comedy. Also wenn man sich so schaut in Amerika, ne, wer sind so die Superstars der Stand-up-Comedy? Machen ziemlich viele Insult-Comedy. Also genau dieses Beleidigen von Gruppen. Also Dave Chappelle, Woody Allen hat das auch teilweise gemacht, hat auch mit Klischees sehr viel gearbeitet. Chris Rock, Eddie Murphy Raw. Also das sind ziemlich, wenn man sich das anguckt, das ist fast unerträglich, wie hart sie mit allen möglichen Gruppen ins Gericht gehen. Und trotzdem funktioniert es, weil man weiß, das ist jetzt Humor, das ist eine
eine Inszenierung, das ist nicht die Wirklichkeit. Die Leute gehen nicht danach heraus und sind plötzlich aufgestachelter, sondern sie haben darüber gelacht, haben wahrscheinlich auch sich selber mal ertappt dabei, dass sie bestimmte Stereotype haben. Irgendein Comedian, ich habe jetzt den Namen vergessen, hat mal den Vorwurf bekommen von einem seiner Gäste, dass er immer das ausspricht, was er denkt, sozusagen als Vorwurf, aber eigentlich hat er sozusagen genau mit diesen Klischees gearbeitet und ihm das eigentlich dann sozusagen dadurch vorgeführt. Und das funktioniert ja irgendwie. Wenn man jetzt sozusagen darauf schaut und einfach nur sagt, das Klischee für sich genommen ist schon gefährlich, dann ist natürlich klar, dann liest man das sofort und denkt, oh, das wird weitergegeben. Aber wenn man die ganze Entwicklung sieht, also eigentlich in allen Hinsichten, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, sind die Deutschen insgesamt viel liberaler und offener geworden. Also können wir eigentlich besser mit damit umgehen und können auch uns zumuten, darüber Witze zu machen, ohne dass man gleich denkt, wir werden dadurch. Ich habe auch nicht gesagt, dass man Klischees weglassen sollte. Ne? Also es gibt auch sowas wie Rebel Comedy, wo dann Leute mit einem marokkanischen Hintergrund oder einem tunesischen Hintergrund Witze machen über sich selbst und die wirklich die größten Klischees rausholen. Ja. Aber es gibt halt so, sag ich mal, so ein paar Faktoren, die einen Unterschied machen. Also ist derjenige betroffen? Wer sitzt im Publikum? Also es gibt es da schon feine Unterschiede. Es ist eindeutiger, wenn die Person über sich selber Witze macht. Völlig klar. Vollkommen ein, weil dann ist klar, es ist nicht abwertend gemeint. Und das ist vielleicht das, was mit Ambiguität jetzt gesagt wird, wenn eine Person jetzt nicht, also wenn Woody Allen als Jude über jüdische Klischees verwendet oder sogar antisemitische Klischees verwendet, dann kann das trotzdem lustig sein, weil wir niemals davon ausgehen würden, dass er deshalb Antisemit ist, weil er die verwendet. Und das ist vielleicht die besondere Situation hier. Das ist, warum es, glaube ich, auch so umstritten ist, ist, weil es genau auf dieser Grenze liegt. So, wir würden nicht glauben, dass sie jetzt Antisemitin sind, aber es ist zumindest mehrdeutig und nicht ganz so eindeutig. Und das ist vielleicht dieses, wo man genau auf dieser Grenze ist, sodass die Meinungen ja auseinandergehen in dem Punkt. Ist das Ihre künstlerische Strategie, wenn man das so platt fragen kann, dass Sie Klischees und Stereotypen uns präsentieren, damit wir sie in uns selbst erkennen oder sie möglicherweise brechen können, so wie Herr Hübel das eben skizziert hat? Ich muss jetzt auch das Klischee des Künstlers verteidigen, wenn ich sage, ich habe natürlich keine Strategie, sondern arbeite von irgendeinem Furor besessen in einer gewissen Ohnmacht. Ich möchte jetzt auch gar nicht weiter über mich reden, also allem Narzissmus zum Trotz, sondern was Sie gesagt haben, eben, dass wir werden liberaler, dass man gefühlt die Gewalt jetzt so geht zurück, als es noch vor 50, also 70 brauchen wir gar nicht reden, Jahren, und dass man ab und an, würde ich mir wünschen, anerkennt, was es eigentlich bedeutet, dass wir so etwas wie Mikroaggressionen wahrnehmen, nämlich ein Zurückgehen der Makroaggressionen. Es ist recht schön, wenn ich denke an diesen einen Spruch, diesen Kinderreim, den es früher gab, Sticks and stones may hurt my bones, but words will never harm me. Dass der heutzutage völlig pervers wirkt, weil man mit Sticks and Stones quasi nichts mehr zu tun hat und deshalb überhaupt erst diese Sensibilität entwickelt, dass Wörter mittlerweile das sind, was einem den meisten Schaden zufügt. Diese Sensibilität, ich hatte früher die Tendenz, das als Empfindlichkeit abzutun, und es war eigentlich, es war dieses Werk, vielleicht kennen Sie es, von Philippe Ariès über den Tod, wo es diese kurze Passage gibt, dass wir heutzutage aufgrund der Hygienestandards nicht mehr imstande wären, mit den Gerüchen vergangener Jahrhunderte zu leben. Und da würde ich auch niemandem Zimperlichkeit vorwerfen. Das hat mich ein bisschen milder gemacht und ich dachte mir, ist doch schön, dass wir eine gewisse Sensibilität haben, was einen Rückgang von körperlicher Gewalt oder von sonstiger Gewalt, abgesehen von der verbalen, bedeutet. Also dass man sieht, dass jetzt die mutwilligen Verletzungen zurückgehen und man sich jetzt aber deshalb nicht umso mehr auf die fahrlässigen Verletzungen stürzt, von Menschen, die das nicht absichtlich begehen, sondern in gewisser argloser Ignoranz, wenn sie es schon negativ ausgedrückt haben wollen. Also das meine ich, scheint mir dann manchmal ein wenig übertrieben. Was ich noch zur Satire sagen wollte, ich glaube, dass Menschen grundsätzlich, wenn sie sich darauf stürzen, weil das ist ja das liebste Betätigungsfeld, scheint einem natürlich manchmal selbst, wenn man Satiriker ist, das sind zwei Bereiche, mit denen Menschen scheint mir schlecht umgehen können. Das ist zum einen Humor, weil Humor ist arrogant. Wenn ich immer höre, man muss nach oben treten, das geht nicht. Humor ist Hybris, Humor lacht immer über etwas und nicht unter etwas.
Man leidet unter etwas, aber Humor leidet nicht. Also er ist etwas extrem Präpotentes, er degradiert alles zum Witz und erhebt es nicht zum Tabu, so ist er eben. Und diese Souveränität ist etwas für jemanden, der in einem reaktivierten säkulären Christentum den leidenden Menschen für den Besten hält, natürlich unerträglich, so eine Ideologie der Souveränität. Und zum anderen die Fiktion. In einer Gesellschaft, die die Authentizität sehr hoch hält, die können nichts anfangen mit einer Kunstfigur, mit indirektem Reden, mit irgendeiner Bühnenrede. Das erscheint ihnen obszön. Sie müssen es als authentisch wahrnehmen, sonst heißen sie es Lüge, was genauso unmoralisch ist wie Erhabenheit, also eine, beziehungsweise ein diese Hybris des Humors. Und deswegen meine ich, das sind Dinge, mit denen die Menschen schlecht umgehen können. Manche. Und für die ist dann die Satire auch nichts. Und ich vergleiche es nicht umsonst manchmal mit einer Sadomaso-Sitzung, die wahrscheinlich auch nichts ist, wenn man unter häuslicher Gewalt leidet, dass man das gerne nachspielen möchte in einem, und dafür halte ich die Satire, Safe Space, wo man sich den übelsten Dingen aussetzt, aber es passiert einem nichts. Und zu den übelsten Dingen gehören der Tod, Rassismus, Diskriminierung. Das wird in einem gesicherten Rahmen durchgespielt. Vielleicht tritt eine Katharsis ein, vielleicht nicht. Und das ist nicht unbedingt, ich habe es nie als denen vorbehalten gesehen, die nicht davon betroffen sind. Für manche funktioniert das, für manche womöglich nicht. Aber es deswegen zu verbieten. Das sagt keiner. Das sagt keiner, dass man es verbieten soll. Das ist ja eben der Punkt. Ne? Also es ist so eine Scheindebatte. Keiner sagt, Zensur kann es überhaupt schon gar nicht sein. Die Satire, das kann doch von der Staat Ambiguität kommen. Und Ambivalenz, ja, schon, aber das es gibt halt innewohnt. Andere Perspektiven. Aber Sie haben ja jetzt mehrere Punkte aufgezählt. Man müsste jetzt irgendwie alles aufdrücken. Aber das Erste, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagten, die große physische Gewalt, die geht zurück. Aber man ist jetzt sensibler geworden und reibt sich so ein bisschen auf. Auch Studien zufolge nimmt die Gewalt zu. Die Welt wird besser. Kann man, ne? Weniger Kriege, aber worauf ich hinaus will, haben Sie gesagt, dass die große physische Gewalt hier zurückgeht, aber man, und es sei übertrieben, sich so an diesen Mikroaggressionen, an den kleineren Sachen, wenn man sich daran aufreibt. Das heißt übertrieben, sie nun also, beinahe, wie ich es bei Sexismus, ich rede immer lieber über Sexismus als Frau natürlich, als über Rassismus, wo ich den Eindruck hatte, dass gerade diese en passant, dieser Alltagsrassismus, den Menschen aus den Dingen, die ich immer für ungeschickte Galanterie und nicht für Herabwürdigung hielt, dass die plötzlich als viel schlimmer empfunden wird als absichtliche Gewalt, weil jemand nicht bei Bewusstsein agiert, das hängt weil er ja es gar nicht weiß. Beides hängt ja mit zusammen. Natürlich, und es muss ja nicht in physischer Gewalt enden, damit es schlimm ist, dass die rassistische Fremdbezeichnung für Sinti und Roma zum Beispiel, das Z-Wort, wissen Sie, was damit zusammenhängt? Das wurde Menschen in der NS-Zeit in den Armen, die wurden markiert damit, ich möchte schon gar nicht tätowieren sein, das klingt so profan. Die wurden damit markiert bei Babys, weil die Arme so dünn waren, haben die das auf dem Bein bekommen, diese Markierung. Die wurden über Jahrhunderte vertrieben, die wurden gecancelt. Warum? Es gab für sie Berufsverbote, für die Rom-Völker. Die verbinden mit dieser Geschichte, mit ihrem Leid und diesem Wort eine ganz andere Erfahrung, als wenn man nicht betroffen ist, von außen sagt, ja, eigentlich ist das doch gar nicht so schlimm, das sagen doch Leute so unbekümmert. Nee, was jetzt passiert ist, dass Menschen, marginalisierte Gruppen, eben das auch äußern, dass sie auch in den Raum kommen, oder um es mit den Worten meines Freundes Aladin Emma Verlangen zu sagen, die kommen jetzt auch an den Tisch, wo eben vorher eher privilegierte Menschen saßen, kommen sie auch und wollen ein Stück vom Kuchen haben. Und wie Max Scholleck, mein Freund, sagen würde, ist, sie zweifeln an dieser weißchristlichen Dominanzkultur, die sagen konnte, naja, das ist doch nicht so schlimm und warum reiben wir uns daran auf? Nee, aus unserer Erfahrung, aus unserer Sicht ist das schlimm und das kritisieren wir. Aber das heißt, mit Verlaub, das heißt nicht, dass wir sagen, diese Kunst soll nicht sein oder das soll man nicht machen dürfen. Nein, das ist gestattet, man darf es machen. Hätte ich ja auch die Frage ist, will man das? Ja, will man dieses Leid auslösen? Nein, das möchte man nicht zwangsläufig. Ich meine nur das, was Sie sagen. Ich finde das wichtig. Ich glaube, dass es hier wirklich im Diskurs, dass man sich einer Form von Wahrheit, wenn es das gibt, einer Erkenntnis annähern kann. Ich glaube zum Beispiel, ich bin vermutlich die schlechteste Person, obgleich ich immer wieder angefragt werde wegen Cancel Culture aufgrund meiner persönlichen Erfahrung. Das ist mein Zugang, das persönliche Erfahrung.
Erfahrung mich korrumpiert und mir die Objektivität raubt. Und deswegen glaube ich, es ist immer wichtig, dass jemand seine Lebensrealität, seine Erfahrungen gepaart mit einem, wenn Sie so wollen, wie ich es vorhin genannt habe, argloser Ignoranz eines objektiven Nichtbetroffenen. Ich glaube, dass sich erst in der Kombination so etwas wie Erkenntnis und Wahrheit herauskristallisieren kann und dass keiner, weder der Nichtbetroffene noch der Betroffene, die Wahrheit für sich gepachtet hat, weil jeder befleckt ist. Ich sage auch nicht, dass betroffene Menschen jetzt vorgeben, wie zu sprechen sei. Ich sage nur, was unsere Lebensrealität ist, was damit verbunden ist und ob man da nicht sensibilisierter mit dem, was man tut, umgeht. Das ist das Einzige, was wir sagen. Dass es jetzt einfach legitim ist, dass es immer mehr Proteste geben wird, dass es Widerspruch gibt, dass Menschen jetzt mit am Tisch sitzen, die vorher nicht dabei waren. Darum geht es. Aber wie gesagt, weiterhin kann man die Kunst machen. Und die teilweise Herrn Hübel oder mir sagen würden, hey, ihr könnt zu diesem Diskurs jetzt gerade nichts beitragen, weil ihr nicht in der Lage seid, euch in das, in die Erfahrungen, das Leid, das wir erlebt haben, hineinzuversetzen. Ihr seid jetzt mal Moment still. Ja, das ist auch das ja, was MeToo, also ich zwei, gemacht hat. Mhm. Das war ein Paradigmenwechsel im Migrationsdiskurs. Was passiert ist, dass im Hochsommer 2018 zehntausende Menschen ihre Erfahrungen kundgetan haben. Das erfordert Mut. Man ist vulnerabel. Es gab ja auch sofort wieder einen Backlash, sofort wieder Menschen, die gesagt haben, heult doch nicht rum. Und dann wurde über Wochen mal zugehört. Auch weiße JournalistInnen haben dann gesagt, wir müssen jetzt mal zuhören, Raum geben. Und das ist, darum geht es einfach, dem auch Raum zu geben und zu überlegen, was soll damit passieren. Aber das heißt nicht, dass diese Erfahrungen jetzt ein Diktum sind, wie zu sprechen sei, wie Kunst auszusehen hat. Das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess. Und in dem befinden wir uns jetzt auch. Aber ich muss jedes subjektiv erfahrene Leid muss ich ernst nehmen. Selbst wenn ich nach den Maßstäben, die ich so habe, sage, hey, das war nicht so schlimm. Natürlich gibt es Fälle, wo ganz klar ist, das ist super schlimm, aber es gibt ja auch Fälle, wo man denkt, oder wo man zumindest nicht auf Anhieb nachvollziehen kann, was an dieser Erfahrung jetzt so traumatisieren war. Soll ich ein Beispiel geben? Hm? Klar. So die Woher-kommst-du-Frage. Mal angenommen, ich werde gefragt, woher kommen Sie denn? Ne? So, Sie haben keinen deutschen Pass, oder? Nein. Na, dann bin ich deutscher als Sie. Aber mal angenommen, ich wüsste, dass Sie jetzt aus Österreich kommen, weil mich interessiert, oder ich würde sonst wie erkennen, Sie kämen aus Österreich und würde sagen, woher kommen Sie? Und sie sagt irgendwie, weil sie mittlerweile in Deutschland wohnt, in irgendeiner x-beliebigen Stadt, sagen wir mal Dresden. Und ich sagte, nee, aber woher kommen Sie denn ursprünglich? Sie sagt, ja, in Dresden, in der Altstadt. Na, also ursprünglich, oder wo kommen Ihre Eltern her? So, jetzt kann diese Person, die fragt, sagen, meine Absicht ist eine positive Absicht. Dahinter steht das Bedürfnis, jemanden kennenzulernen. Aber die gefragte Person hört diese Frage öfter, als dass die Person diese Frage stellt. Und die Summe der Fragen erschaffen ein Gefühl. Das heißt, auch mit einer guten Absicht geht eine Erfahrung einher, die wir Ausgrenzung nennen, die wir das Nervt nennen. Und das muss man unterscheiden. Es gibt immer zwei Perspektiven. Da würde ich tatsächlich sagen, kommt mir übersensibel vor. Übersensibel, wenn Menschen also von klein auf immer wieder verbal ausgebürgert werden und sozusagen das Gefühl bekommen, dass sie allein schon aussehen, irgendwie nicht zu diesem Wir gehören. Das ist übersensibel. Mhm. Also ich hätte gern das Privileg, das auch so zu empfinden oder mich damit nicht herumzuschlagen. Es ist ja nicht so, dass ich mich auch an diese Erfahrungen, das Gefühl klammere. Aber mit dieser Sprache, also der Titel der Sendung ist die Macht der Sprache. Mhm. Und Sprache grenzt auch aus. Und das sind auch mal flapsige Sprüche, das sind auch mal irgendwelche Kommentare, aber wenn man das ein Leben lang immer wieder signalisiert bekommt, ich möchte mich auf etwas hinaus, ein signalisiert bekommt, dass man nicht zu diesem Wir erstmal gehört, dann hat das Folgen, weil es bleibt ja nicht, deswegen kann es nicht übersensibel sein, es bleibt ja nicht bei der Frage, weil dann sage ich Türkei und dann heißt es, okay, wie ist es denn dort? Dann heißt es, irgendwann, wenn ich einen Fehler mache, wieder zurück, weg. Das hat man bei Özil gesehen. Hat einen Fehler gemacht, keine Frage, mit Erdogan sich ablichten lassen. Und schon kam die gesamte gesellschaftliche Mitte, auch Theatermenschen, der Co-Geschäftsführer des Deutschen Theaters in München, meinte, hau ab nach Anatolien, du Idiot. Das heißt, man kriegt ein Integrationssiegel von Menschen, von einer Art Richterperspektive, wenn man gut angepasst ist, wenn man sich fügt, aber das wird einem wieder entzogen. Und die Frage impliziert aber auch so eine Art gesellschaftliche Zuordnung. Das heißt, wenn so ein Arbeitgeber oder jemand, der eine Wohnung besitzt, sieht die Bewerbung und dann ist da ein ausländischer Name, dann geht die Frage natürlich in irgendeiner Variante auch im Kopf durch und sagt dann, die Person wirkt nicht so, als wäre sie von hier. Das ist also sozusagen das
eine andere Szene, aber das Gleiche. Verstehe. Und dann, was passiert dann, und das ist nachgewiesen, gibt unfassbar viele Studien, Untersuchungen dazu, selbst 2018 noch, dass in Schulen Kinder mit Migrationshintergrund allein aufgrund des Namens schlechter bewertet werden, dass gesellschaftliche Güter anders verteilt werden. Deswegen beharren wir auf bessere Bezeichnungen. Deswegen wollen wir eine inklusivere Sprache, weil es am Ende auch immer um, soziologisch betrachtet, Macht geht. So, dass ich also mit weniger Barrieren meine Interessen durchsetzen kann. Darum geht es. Mhm. Deswegen ist die Frage, woher kommst du, auch so ein Kristallisationspunkt, wo es um Identität geht, wo es um eine Dichotomie geht. Wer gehört zum Wir und wer gehört nicht dazu? Und diese Menschen werden dann anders behandelt. Sie haben mich überzeugt. Das ist diese Vorgeschichte, die eben in so vielen negativen Zusammenhängen jahrelang an die Person möglicherweise herangetragen wurde, die eine positiv gemeinte Frage möglicherweise dann verdirbt. Ja, also man kann behandeln das ja in Ihrem Buch auch. Darf ich einen kleinen Zusatzaspekt reinwerfen? Also ich glaube auch, dass das eine Normenverletzung ist, eine kleine. Also man kann, manchmal kann die Frage wirklich aus Interesse kommen, dann ist sie okay. Aber wenn sie sozusagen diesen Beigeschmack hat, dass es die erste Frage ist beim Kennenlernen und dann ist es dieser Beigeschmack, diese Assoziation, woher kommst du im Sinne von, du bist ja nicht von hier. Jetzt ist es aber auch interessant, dass man, wenn man sich so Untersuchungen anschaut, zum Beispiel von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die fragt Menschen, bist du in den letzten 2 Jahren diskriminiert worden? Da wird dann schön beschrieben, was Diskriminierung ist, also ungleich behandelt aufgrund von, ohne irgendeinen Grund, aufgrund von, und dann kommt Migrationshintergrund, direkt oder indirekt, Bildung, Alter, Religionszugehörigkeit und so weiter. Mhm. Und da sagen 3,4% der Deutschen, sie sind in den letzten 2 Jahren aufgrund ihres Migrationshintergrunds diskriminiert worden. Mhm. Und wenn man jetzt nur Leute fragt, die Migrationshintergrund haben, 10%. Also 90% haben in den letzten 2 Jahren mit sichtbaren oder indirekten Migrationshintergrund nicht das Gefühl gehabt, sie sind irgendwie diskriminiert worden. Also wenn man die Geschichten, die du ja alle aufgeschrieben hast und die du gesammelt hast, hört, dann ist klar, diese Erlebnisse gibt es. Also jeder hat das schon mal erlebt, irgendeine Form von dieser indirekten oder auch sehr direkten Ausgrenzung. Aber der Eindruck, den du jetzt gerade vermittelt hast, ist, dass die meisten unter der Frage leiden. Aber offenbar ist es so, dass auch ein Großteil sich nicht im Alltag in irgendeiner Hinsicht diskriminiert wird. Und nur um das einfach in Perspektive zu setzen, also der Vergleich ist, viel häufiger fühlen sich Menschen aufgrund ihres Alters diskriminiert. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja eine subjektive Frage. Ne? Also die Leute geben die subjektive Antwort. Wir können nicht das messen, weil es kein weiteres Kriterium gibt. Aber die Leute zum Beispiel aufgrund des Alters sagen viel mehr, sie sind diskriminiert worden. Ungefähr genauso viel Atheisten sagen, sie sind aufgrund ihrer Religion diskriminiert worden. Mhm. Behinderung, vor allen Dingen Schwerbehinderung, ist der allerstärkste Faktor. Insofern, wenn man das in Perspektive rückt, dann ist es vielleicht so, dass beides stimmt. Ja? Es gibt eine Gruppe, die darunter leidet und die das als ein sozusagen, ne, diese Nadelstiche, die sich addieren zu einer immer größeren Wunde. Das ist das, was du beschrieben hast. Aber es gibt auch einen großen Teil, es hat vielleicht was mit bestimmten Faktoren zusammen, vielleicht mit der Persönlichkeit, mit dem Lebenserfolg, mit verschiedenen Faktoren, die das nicht so empfinden und diese Frage auch nicht so schlimm empfinden. Und da ist, glaube ich, irgendwo die Mitte, wo man, die man finden muss. Also wie viele trifft es und wie viele trifft es nicht? Und wenn ich noch eine ganz kleine Sache dazu sagen kann, zu dieser Beobachtung, das ist tatsächlich auch wissenschaftlich untersucht, diese Beobachtung, dass wir empfindsamer geworden sind. Das ist ja erstmal ein Vorteil. Also wir achten auf Verletzungen, die innerhalb der Sprache passieren. Darüber hat man vor 30, 40 Jahren sich keine Gedanken gemacht. Aber wir wissen einfach, du hast das Beispiel genannt, bestimmte Fremdbezeichnungen werden einfach als abschätzig empfunden. Da kann man sich nicht rausgehen und sagen, ich habe es aber anders gemeint. Kommunikation hat 2 Seiten und man fragt sich, wie es ankommt. Aber es gibt auch diesen anderen Effekt, das nennt man Concept Creep, dass die Begriffe immer weiter verwendet werden. Also es gibt da einen tollen Versuch, an dem man das festmachen kann, wenn man Menschen in einem Versuch sagt, such dir mal die böse schauenden Gesichter raus. Man zeigt ihnen neutral und böse Gesichter, dann finden sie die alle. Und wenn man jetzt immer mehr böse Gesichter weglässt, fangen die Leute plötzlich an, Gesichter, die sie vormals als neutral oder positiv gesehen haben, auch als böse zu sehen. Und dasselbe ist mit Begriffen passiert. Also Aggression war früher physischer Angriff, jetzt haben wir Mikroaggressionen, unbedarfte, indirekte
Verletzungen, die durch die Sprache entstehen, selbst wenn man es gar nicht gemerkt hat. Wir hatten früher Trauma, das war sozusagen medizinisch definiert. Jetzt sagen Leute, ich bin traumatisiert, wenn ich, was weiß ich, nicht meinen Lieblingskaffee bekommen habe. Depression, auch Rassismus, alles wird weiterverwendet. Das hat wiederum den Vorteil, dass Fälle, die unter den Tisch gefallen sind, früher jetzt mit drin sind. Aber wir haben immer die Tendenz, das dann zu überdehnen und plötzlich uns zu sensibilisieren für Fälle, die, sagen wir mal, auf der Skala der Normverletzungen, ja, von den schlimmsten Mord, Totschlag, die Mitte, was du genannt hast, würde ich sagen, sind sowas wie, man bekommt keine Wohnung oder man bekommt keinen Arbeitsplatz. Das sind jetzt wirklich noch, das sind echte, sozusagen objektiv messbare Nachteile, die das, den ganzen Lebenslauf bestimmen können. Und dann geht man immer weiter und jetzt ist man in meinen Augen in einem Bereich angekommen, der sicherlich auch noch eine Normverletzung ist, aber der schon sozusagen am äußersten Rand dessen ist, wo man sagen kann, ist das jetzt wirklich noch ein Schaden, der dadurch entsteht, durch diese Wortwahl. Ein kleiner Schaden entsteht sicher, aber es wird in meinen Augen auch ein bisschen überbetont, vielleicht sozusagen stellvertretermäßig, wie du auch gesagt hast, das ist sozusagen der, das, was wir alle aus dem Alltag kennen, da steht Stellvertreter für diese anderen Dinge, aber trotzdem, wenn man jetzt den Fall wirklich nur anguckt, wenn man sagen würde, wie würde man das bestrafen, wenn jemand sowas fragt? Ich würde nicht sagen, dass das ein Stellvertreterbeispiel ist. Ich würde sagen, dass der Ursprung, Ursprung da, wo du gesagt hast, das ist vielleicht nicht mehr so eine große Normverletzung, das fängt doch alles damit an, mit den Schubladen in den Köpfen, mit den Bildern, wie wir Menschen sehen, herunterbrechen. Das ist, finde ich, der Anfang. Alles, was danach kommt, dass Leute keine Wohnung bekommen, dass Leute keinen Job bekommen, dass Leute angegangen werden, das kommt doch erst danach. Das zum einen. Zum anderen. Aber, da, nur ganz zum anderen, aber 90% sagen ja, machen diese Erfahrung und nicht. Das also die suchen ja eine Wohnung, sind in ihrem Job. Das ist ja in allen Lebensbereichen. Genau, und dazu möchte ich auch ein Beispiel geben. Sorry. Regal aufpassen. Alles gut. Und zwar, ich habe bis vor 6 Jahren nicht gewusst, was Rassismus bedeutet. Kannte keine Definition. Ich habe schon. Also du hast den erfahren, aber. Ich habe den erfahren, ganz klar. Ich habe viele Beispiele. Ich bin nicht in Clubs reingekommen, weil nachdem der Türsteher auf meinen Ausweis geguckt hat, dann hat er mich wieder gemustert. So diese dramatische Pause, zu voll. Weg. Ich dachte, das sei wirklich zu voll, drehe ich mich um die linke Schulter und schaue, in der Schlange werden die Leute weiter reingelassen. Sowas habe ich erlebt und habe aber dafür keinen Begriff gehabt. Ich wusste, dass es irgendwie, ja, die Ausländer lässt man nicht rein. Ich wurde als Ausländer bezeichnet in der Schule, das heißt, ich dachte, das ist halt so. Eine Realität, mit der ich mich abfinden muss. Erst später habe ich das verstanden. Und ich möchte noch ein Beispiel geben. Als MeToo bekannt wurde, gab es ein Interview mit mir, mit so einem Tagesschau-Redaktionsteam, und die haben gesagt, wir möchten jetzt O-Töne haben von Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Fluchthintergrund, gehen wir in die Innenstadt und fragen sie nach ihren MeToo-Erlebnissen, also nach ihren Rassismuserfahrungen. Also stand der Redakteur dann da, hat sich Mühe gegeben und hat jeden in der Essener Innenstadt gefragt, der irgendwie so einen sichtbaren Migrationshintergrund hatte, auch natürlich fraglich, was haben Sie für MeToo-Erlebnisse? Ganz viele gesagt, was ist MeToo? So, erstmal braucht man Zugang zu diesen Debatten. Das Zweite ist, muss man wissen, was Rassismus ist. Und drittens muss man nicht Rassismus fühlen, um von Rassismus betroffen zu sein. Das sind gesellschaftliche Tendenzen. Absolut. Du hast auch gesagt, es gibt Studien. Das sind alles so Faktoren, man muss das wissen. Und deswegen würde ich sagen, wenn es diese Untersuchung gibt und Leute sich nicht diskriminiert fühlen, kommt es auf so viele äußere Faktoren an. Wer hat gefragt, was für ein Setting war das? Gibt es Raum dafür, dass man sich dafür öffnet? Weil das ist auch immer noch mit Scham behaftet, dass man sagt, dass man so nicht das Gefühl geben will, dass irgendwas schief läuft, weil man hat so ein Mustermigranten-Syndrom internalisiert, dass man möglichst gefallen will, dass man nicht für schlechte Stimmung sorgen will. Und das sind auch so Beispiele, die eben sagen, dass wir einen gesellschaftlichen Missstand haben, der messbar ist. Wir sehen das auch an den Sachen, die sonst darüber hinaus passieren, wie in Hanau. Und da und das kann man nicht abstreiten. Unabhängig davon, ob jetzt ein Token jemand, der vielleicht gefallen will, es gibt ja auch Juden in der AfD. So, würden wir jetzt sagen, es gibt kein Antisemitismusproblem, würden wir nicht sagen. Also unabhängig davon, was jemand sagt, wissen wir auch, es gibt ein Problem. Ja. Allerdings muss man sagen, diese Studie, die ist repräsentativ und das ist die der Antidiskriminierungsstelle, ne? Und das ist vom Social Economic Panel. Also solche Studien werden wirklich, die werden wissenschaftlich systematisch durchgeführt, sind auch anonym, repräsentativ, wie gesagt. Mhm. Aber natürlich gibt es diese Effekte, das ist interessanterweise auch, was du beschrieben hast, in der Philosophie thematisiert als Epistemic Injustice wird das manchmal da genannt. Also diese Idee, wenn ich etwas nicht benennen kann ich es auch nicht richtig wahrnehmen. Ne? Also erst wenn man den Begriff Racial Profiling hat, kann man überhaupt Racial Profiling wahrnehmen. Davor, das ist es dann so etwas, was man vielleicht als unangenehm wahrnimmt, aber was noch nicht
auf den Begriff gebracht ist. Und deshalb bin ich mir auch sicher, dass sich solche Definitionen auch deshalb verschieben, weil man Missstände, die vorher, wie gesagt, unter den Tisch gefallen sind, weil man sie gar nicht benannt hat oder vielleicht auch noch gar nicht erkannt hat dadurch, jetzt benannt werden. Aber diesen anderen Effekt gibt es trotzdem auch. Also es ist einfach ein Merkmal, vor allen Dingen des progressiv linken Diskurses, dass die Begriffe weiter angewendet werden und dadurch dieser paradoxe Effekt entsteht, dass wir, obwohl alles runtergeht, also wie du sie auch gesagt hast und dein Buch beschreibst, Rosling und so weiter, und das kann man jetzt wirklich zeigen, also alle in allen Hinsichten wird die Gesamtgesellschaft besser im Mittelwert. Ne? Mhm. Es gibt immer noch diese Gruppen, die den Backlash machen und die da ein bisschen anders drauf sind. Aber wir haben den Eindruck, es wird schlimmer, was diese ganzen Sachen wie Rassismus, Antisemitismus und so weiter betrifft. Und dieses Missgleichgewicht kann man nur so erklären, dass die Fühler feiner eingestellt sind mittlerweile und so, dass so der Eindruck entsteht, auch teilweise durch selektive Wahrnehmung, es wird schlimmer, wenn man jetzt vor allem auf Twitter, auf den sozialen Medien ist. Mhm. Man findet jeden Tag einen schlimmen Fall von solchen rassistischen Anwandlungen, die, wie du sie beschrieben hast. Aber dann darf man nicht sozusagen den Schnellschuss machen, den man manchmal im, vor allem im rechten Lager findet, die ja mal so argumentieren, oh, da war ein syrischer Messerstecher, alle Flüchtlinge sind gefährlich und sind Messerstecher. Mhm. Das ist sozusagen ein Selektionsfehlschluss, haben von der falschen Basis geschlossen auf die Allgemeinheit. Und diesen Fehlschluss, glaube ich, sollte man nicht machen, wenn man im anderen Lager, im progressiven Lager ist, sondern sich da dann vielleicht ein bisschen noch die Daten anschauen. Und dann relativiert sich das Bild ein bisschen. Ich finde auch, dass es besser als vorher ist, aber vorher war auch Vergewaltigung in der Ehe erlaubt, also ganz viele andere Dinge. Genau, wenn man sehr so, tief startet, also kann man noch ziemlich weit. Vielleicht kannst du besser sagen, wie das miteinander korreliert, aber ich glaube, ja. Es braucht diese Menschen und diese Stimmen, die vorpreschen. Es braucht diese Menschen, die übersensibel sind oder wie hast du es dargestellt, aber die für sich genommen Probleme sehen und die angehen und die bezeichnen. Und dann hoffen wir einfach nur, dass wir noch mehr Raum bekommen und immer ja, versuchen, das Grundgesetz immer besser anzuwenden. Da steht drin, dass niemand aufgrund seiner Rasse, übrigens eine problematische Sache, ja. Einfach wegen der Präsupposition, das heißt, da ist ein Substantiv, also nimmt man an, da ist vielleicht das, was man sagt, da gibt es eine Vorannahme, dass es auch existiert. Also man darf aufgrund der Rasse nicht benachteiligt werden, diskriminiert werden, mutet an, als gäbe es sowas wie Rassen. Aber wir wissen, es ist widerlegt, es gibt sie nicht. Und deswegen gibt es Forderungen, diesen Begriff rauszunehmen. So. Ja. Und das ist eine Verbesserung. Das ist also sozusagen keine kleine Sache, das ist zwar ein Begriff und die rassistische Realität, die bleibt wahrscheinlich immer noch dastehen, aber trotzdem ist es eine Verbesserung. Und so peu à peu nähern wir uns dahin, dass hoffentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch in unserer Lebensrealität sich widerspiegelt. Da steht ja nichts anderes im Raum. Mich motiviert ja nichts anderes, weiter aktivistisch Projekte zu machen. Ich habe übrigens auch Poetry Slam gemacht und Theater. Ich würde auch lieber mich mit ganz anderen, leichteren Themen auseinandersetzen. Ja. Aber das, was mir widerfahren ist, das, was anderen Menschen widerfährt, das sorgt dafür, dass wir die Welt ein Stückchen oder die Gesellschaft, in der wir zumindest leben, ein bisschen besser machen wollen. Und deswegen machen wir diese Sachen. Sie haben eben den Begriff, oder relativ am Anfang den Begriff Weißdeutsch, wenn ich mich richtig erinnere, benutzt. Das, was andere mal Biodeutsch bezeichnet haben. Ja. Habe ich das bei Ihnen gelesen, dass Sie Biodeutsch als Begriff ablehnen? Genau, das war, genau, in meinem Buch habe ich das erklärt, dass ich das nicht irgendwie verstehe, weil ich meine, Biodeutsch, ich kenne den Begriff Bio, wenn vom Einkaufen. Also da gibt es Unterschiede, da werden keine Pestizide verwendet und ein paar andere Sachen sind gewährleistet. Und meine Leber oder meine Schilddrüse ist ja dieselbe wie bei Lisa Eckert. Oder also, ne? Also wir haben irgendwie als Mensch, finde ich ein bisschen schwierig, es mutet auch so eine Art bessere Variante an. Ich würde einfach von Deutschen mit Migrationshintergrund, Deutschen ohne Migrationshintergrund reden und die Kategorien wie Weiß, Schwarz und diesen geknüpft an gesellschaftlich ein Machtgefüge, an Privilegien und damit versuchen wir Dinge deutlich zu machen. Hm. Deutsche mit defizitärem Migrationshintergrund. Ja, es ist ein Vorteil. Also man bringt etwas mit. Ich sage ja immer, auch in meinem Buch, wo wir jetzt bei der Sprache sind, Deutsch ist die Summe aller Menschen, die in Deutschland leben. Und ich bin Deutsch und gleichzeitig etwas anderes. Ich bin nicht Türke oder Kurde oder Deutscher, sondern und. Und dahin geht die Gesellschaft hin. Also wir versuchen eigentlich eine Sprache zu finden für eine gesellschaftliche Realität, die es bereits gibt. Viele Konzepte funktionieren einfach nicht mehr. Das Konzept der Muttersprache beispielsweise. Ich spreche, meine Muttersprache, wusste ich schon ganz von klein auf, ist Deutsch. Ich träume auf Deutsch, ich spreche Deutsch, habe mir früher Mühe gegeben, möglichst akzentfrei Deutsch zu sprechen. Habe teilweise sogar guttural gesprochen, zu überbetont, weil ich mein Anderssein nicht noch zu einem Makel machen wollte, weil ich nicht auffallen wollte. Aber eigentlich ist meine Muttersprache nach dem verbreiteten Verständnis Türkisch. Aber
die Muttersprache meiner Mutter ist Kurdisch, obwohl sie besser Türkisch spricht. Also diese ganzen Konzepte funktionieren heutzutage nicht mehr. Und da müssen wir einfach dahin kommen und deswegen gibt es diese Debatten. Frau Eckert, eine Frage noch an Sie. Sie sind ja in diesem Diskurs irgendwie Täterin und aber auch Opfer zugleich. Und in dieser Welt der sozialen Medien, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, das sparen wir dann vielleicht. Darf ich nur eine Sache sagen? Ich möchte nicht, dass Lisa Eckert das Gefühl hat, Opfer zu sein. Ich möchte sie als Verbündete, für eine sehr sensible, diskriminierungssensible Arbeit. Nicht als Opfer, sondern als Verbündete. Sie scheinen so anmutete. Wenig darunter zu leiden. Also ich meine, in Deutschland als antisemitisch bezeichnet zu werden, ist nicht ohne. Und das auch tatsächlich in großen Medien und überall im Internet. Sie scheinen das abschütteln zu können. Ich glaube, so unverfroren könnte ich gar nicht sein. Nein, das ist ja auch nicht. Also ich erfreue mich daran ja nicht. Also ich habe nie Provokation um der Provokation willen betrieben, in meinen Augen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man etwas näher hinschaut, dann kann man sehr gut differenzieren, was ist jetzt berechtigte Kritik, was ist jemand, der meint, man müsse Buße tun für angehäuften Erfolg oder dergleichen. Aber ich möchte wirklich nicht nochmal von mir anfangen, nur um auf das Thema zurückzukommen mit der Macht der Sprache. Mhm. Ich glaube, weil das fiel jetzt auch, Sie haben es gesagt, mit Bildern und mit Lebensrealität, was die Macht der Sprache betrifft. Ich glaube, dass man sie zum einen, man überschätzt sie, wenn man meint, Begriffe auszutauschen und dadurch Lebensrealitäten zu verändern. Wir alle kennen Menschen, die Worte austauschen, die politisch korrekt sprechen und wir merken, wie sie ihren Rassismus verlustfrei in den nächsten Begriff mitnehmen. Also das verändert noch nicht die sozioökonomische Realität und da stimmt einiges nicht bei sehr vielen Menschen. Mhm. Zum anderen glaube ich, dass wir sie unterschätzen, wenn wir, jetzt muss ich sagen, ich bin kein gläubiger Mensch und bedauere es ein bisschen, vielleicht sehe ich deswegen Sprache als so eine Art Methadon für Gott, ja, so eine Entität, von der ich nicht glaube, dass wir sie einfach so manipulieren können. Sprache verändert sich. Wir verändern sie nicht zwangsläufig. Durch den Gebrauch. Ja, aber sie hat auch ein Eigenleben. Ich finde das immer sehr, sehr anmaßend, wenn jemand meint, er beherrscht eine Sprache. Wir wissen, dass sie uns spricht zu einem guten Teil und nicht umgekehrt. Also was die Macht der Sprache betrifft, ist es eben einerseits, schätzen wir sie zu hoch ein, wenn wir sie glauben, damit ist es erledigt. Das haben sie aber auch nicht behauptet, keine Sorge. Gebe ich Ihnen recht. Ja. Da gibt es viele andere Dinge, die man auch noch mit verändern muss. Und, aber vielleicht, bitte. Und zum anderen, nur weil es mir ein Anliegen ist, weil Sensibilisierung heute schon so oft vorkommt und weil ich immer wieder lese, dass wir sensibler jetzt mit Sprache umgehen. Und seien Sie mir nicht böse, da muss ich doch herzhaft lachen, weil es um diesen einen Aspekt geht. Wir reden die ganze Zeit, wir sollten über Sprache reden und reden über Diskriminierung, was natürlich Teil der Sprache ist. Aber in allen anderen Bereichen werden wir tagtäglich, gefühlt sekündlich unsensibler, was Sprache betrifft. Die Nonchalance einer orthografischen Nachlässigkeit. Der Wortschatz schmilzt schneller als die Pole. All das verkümmert. Ich habe nichts dagegen, dass die Sprache verändert, aber sie möge nicht verkümmern. Und wir sprechen von Diskriminierung. Sehen Sie, ich fühle mich immer mit dem falschen Pronomen angesprochen, nämlich mit dem Du statt dem Sie. Auch das ist für mich eine Form von Respekt und eine Besudelung der Intimität des Dus. Also Sprache ist so viel mehr. Und mir ist es wichtig, mit Sprache, es ist ja mein Metier, mit Sprache Menschen zu erfreuen. Es ist nicht mein vorrangiges Ziel, sie mit Sprache nicht zu kränken. Und ich glaube, diese Priorität wird einem auch übel genommen, aber ich meine, dass man zumindest ein Gleichgewicht finden könnte aus beidem. Wenn es Ihnen darum geht, mit Sprache Freude zu bereiten, aber stimmt das Sie nicht nachdenklich, wenn es gesellschaftliche Gruppen gibt, die dann sagen, dass es sie nicht erfreut, durch die Art und Weise, wie sie die Sprache einsetzen? Also direkt gefragt? Ja, aber ich habe jetzt nicht zahlenmäßig erhoben, wer in der Mehrheit ist. Und nicht, dass das zwangsläufig was gelten sollte, nur wenn sich das nicht ganz zahlenmäßig ausgeht. Aber dadurch, da ich mich im Internet nicht aufhalte, wir haben schon von Meinungs- und von Kunstfreiheit gesprochen. Sie haben es in einem Atemzug genannt, was ich immer schön finde, weil ich gerne sage, was meine Kunstfreiheit beeinträchtigt, das ist die Meinungsfreiheit. Ich meine auch, dass wir die Meinungsfreiheit, ich bin nicht jemand, der man sagt, die ist irgendwie in Gefahr.
die ist so groß wie noch nie. Jeder hat jederzeit durch dieses Gerät Zugang zur Weltöffentlichkeit. Es besteht ein Meinungszwang, den ich für ein bisschen überreizt halte, weil es oft nur ein, scheint mir, eine Art Konsumentenbewertung ist, das, was uns an Meinung abgenötigt wird. Nein, natürlich nehme ich sowas ernst und glauben Sie nicht, dass das automatisch an mir abgeprallt ist, die Kritik. Und ich habe das eindringlich reflektiert. Mhm. Und man muss aber auch mal zugeben können, wenn man im Recht ist. Das ist, das tut mir leid. Und ich würde mich... Brauche ich nicht leid tun. Respekt, dass Sie das so sehen. Also vielleicht auch ein bisschen nachdenklich stimmt, aber ja. Ich bin... Okay. Erörtern wir noch diesen einen, kurz diesen einen Punkt, den okay. Frau Eckert eben gesagt hat. Es sind, also jetzt mal paraphrasiert, es sind ja am Ende auch nur Worte. Ich meine, ich habe selber in der Einführung gesagt, mhm. Sprache bestimmt das Denken und ich weiß, dass das natürlich mhm. ein verkürzter Satz ist. Aber es sind ja nur Worte. Ja. Let's get over it. Ja, eben nicht. Also es ist auch ein bisschen mühselig, bei diesem großen Thema natürlich nur die Kunst oder die Kunstfigur anzuschauen. Und es ist auch wirklich nicht so, dass ich ein Problem damit habe, dass jemand aus Österreich kommt und hier viel Aufmerksamkeit hat in Deutschland. Das ist es wirklich nicht. Das es ist es aber bei den meisten. Das ist der Hass. Das hatten wir. Nee, mir geht es tatsächlich, um es mit einem anderen Beispiel zu illustrieren. Als 2018 an Silvester, also von der Nacht auf 2018 auf 2019, ein Mensch in Bottrop, in Essen, also im Ruhrgebiet, sein Auto zusteuerte auf Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund, die umbringen wollte, aufgrund des Aussehens, haben einige Medien von Fremdenfeindlichkeit gesprochen. Warum ist es mir so wichtig, dass das umbenannt wird in Rassismus? Und das, warum haben sich ganz viele echauffiert darüber? Weil wir die Sicht des Täters übernommen haben. Weil wir damit wieder deklariert haben, vielleicht auch unabsichtlich, dass jemand vom Äußeren her zu Fremden erklärt werden kann. Der Täter, der Amokfahrer, hat ja nicht die Pässe angeguckt und gesagt, so, das ist jetzt ein Ausländer, den fahre ich jetzt um. Also ich wäre auch, wenn ich an der Stelle da gewesen wäre, wäre ich auch ein Opfer gewesen. Und deswegen muss man davon Rassismus sprechen, weil es eine Traditionslinie gibt, bis hin zu der Versklavung, zur Kolonialisierung, die sich zieht. Es geht um ein Machtgefüge und das müssen wir benennen, weil wir dann eben merken, dass das Problem größer ist. Fremdenfeindlichkeit macht mich zu einem Fremden, Ausländerfeindlichkeit macht mich zum Ausländer, aber das bin ich nicht. Und das wiederum hat Auswirkungen auf mich und auf die gesellschaftliche Zuordnung, wer zu diesem Wir gehört und wer nicht. Aber das ist jetzt nun gerade da würde ich jetzt linguistisch überhaupt nicht mitgehen. Ich habe das auch diese Diskussion verfolgt, aber in dem Wort Fremdenfeindlichkeit steckt nicht die Behauptung, dass Leute wirklich fremd sind, sondern dass jemand glaubt, dass andere fremd sind und ihm gegenüber feindlich ist. Also wenn ich sage, jemand ist fremdenfeindlich, sage ich nicht, es gibt wirklich Fremde und der ist dem gegenüber feindlich. Genauso wie ich nicht sage, wenn ich sage, er ist Geisterseher, dass ich sowas sage wie, es gibt wirklich Geister, sondern der bildet sich die halt ein. Also es gibt Ausdrücke, wo wir uns nicht drauf festlegen. Genauso das Beispiel, das du genannt hast, wenn ich sage, aufgrund der Rasse, heißt das nicht, dass es wirklich Rassen gibt in einem biologischen Sinne, wie du sagst, das ist widerlegt, sondern es sind Leute, die glauben, dass es Rassen gibt. Ja, man könnte sagen, es ist ein intentionaler Operator. Er sagt etwas aus über die Einstellung der Leute und nicht über die Realität. Und Fremdenfeindlichkeit, der bessere Ausdruck ist Menschenfeindlichkeit, ist der Oberbegriff für ziemlich viele Haltungen. Und Rassismus ist dann eine Spezialform davon, eine sehr besonders sichtbare und auch, sagen wir mal, in der Geschichte und auch in der Gesellschaft besonders hartnäckige, aber auch Homophobie, Antisemitismus, Antiziganismus, Abwertung zum Beispiel auch von Asylsuchenden oder von Arbeitslosen, wird auch unter Menschenfeindlichkeit gefasst. Also das ist sozusagen eine grundsätzliche Haltung, wobei ja interessanterweise es auch so ist, dass Menschen selten nur eine Gruppe abwerten. Also wenn einer schon abwertet, dann ist er meistens sehr konsequent und wertet alle Gruppen ab. Also das ist schon auch psychologisch interessant, dass das ist. Deshalb, wenn ich jetzt sage, wenn die Medien sagen Fremdenfeindlichkeit, dann ist es vielleicht, hätten sie es noch spezifischer sagen können und sagen können, das war Rassismus als eine Spielart der Fremdenfeindlichkeit, aber sie sagen damit nicht in irgendeiner Weise, dass die Menschen fremd sind und irgendwie nicht dazugehören. Das würde zu viel reinlesen, das wird gemacht in diesem Diskurs, aber es ist gerade dieses übersensible Reinlesen etwas in Worte, wenn das eigentliche Phänomen eigentlich ein anderes ist. Also ich weiß nicht, seit wann eine Sprachwissenschaft oder Logik vorgibt, wie
Leute Dinge rezipieren und verstehen. Ja. Ich glaube, sehr viele Menschen verstehen unter Fremdenfeindlichkeit etwas anderes als unter Rassismus. Bei Fremden, wenn da steht, dass es ein fremdenfeindlicher Angriff war, ein Anschlag war, dann haben ganz viele Menschen verstanden, und deswegen gab es diese Diskussion weiter, ich meine, wir verfolgen die beide ja, dass da Fremde waren, die er umbringen wollte. Hm. Wir sagen nicht, wir setzen nicht, konstatieren nicht, dass das Fremde waren, aber die Sicht des Täters war das. Und ja, das ist ziemlich ein Hohn, wenn wir auch noch die Sicht des Täters nach so einem Angriff übernehmen. Wirklich, also und von außen, Standardausdruck, wenn man in Fachaufsätze guckt, also Xenophobia im Englischen, ja, Xenophobie. Ja. Und das ist, man braucht einen Oberbegriff, weil zum Beispiel in den 90er Jahren gab es diese Abwertung von den Spätaussiedlern, ja, also Deutschstämmige oft, die aus den ehemaligen Sowjetländern kamen, und die waren jetzt nicht äußerlich sofort erkennbar, also sie wurden nicht rassistisch gelesen von dem Äußeren, aber es gab trotzdem gegenüber ihnen eine Feindlichkeit, weil sie vielleicht eine andere Sprache gesprochen haben und einen anderen Habitus hatten. Und da würde man sagen, wenn ich jetzt einen Oberbegriff habe, Menschenfeindlichkeit ist vielleicht besser, aber Menschenfeindlichkeit heißt, ist dann der Oberbegriff, und darunter fallen die anderen. Und Fremdenfeindlichkeit ist ein Alternativausdruck zu Menschenfeindlichkeit. Damit ist nicht gesagt, dass die selber Fremde sind. Also man kann natürlich, es kann sein, dass jetzt Leute vieles falsch verstehen, dann wird sich die Sprache vielleicht ändern und wir sagen, Fremdenfeindlichkeit wird jetzt von einer größeren Gruppe schon falsch verstanden oder anders verstanden. Wir sollten das ersetzen durch Menschenfeindlichkeit, dann ist das vielleicht der bessere Ausdruck, aber sich darauf zu kaprizieren, zu sagen, das würde irgendwie das Wort selber würde das Phänomen verharmlosen, das stimmt, glaube ich, einfach semantisch nicht. Ich finde, die Sicht des Täters zu übernehmen an der Stelle nicht aber schön. Das tut man halt nicht. Ne? Doch, das tut, also wenn man sagt Fremdenfeindlichkeit, dann geht es um eine Feindlichkeit gegenüber Fremden. Von dem Täter. Von dem Täter. Und das verurteilen wir. Wir verurteilen, dass er glaubt, es gibt Fremde und er sei denen gegenüber feindlich. Genau, aber das Problem ist ja größer als die Tat an sich. Das ist ja einzureihen in viele rassistische Gewalttaten. Guck mal, wenn du Rassismus sagst, im Wort steht Rasse. Wenn ich sage, der Täter war rassistisch, dann lege ich mich doch auch nicht darauf fest, dass es wirklich Großrassen gibt, wie es in diesen Pseudotheorien kolportiert wurde, sondern ich sage, er glaubt, es gibt so etwas wie eine rassische Zugehörigkeit, und aufgrund dieses Glaubens entmenschlicht er Menschen oder greift sie an oder will sie umbringen. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Es gibt noch einen weiteren, nämlich dass Rassismus, seit wann wird das denn so benannt, wie es ist? Es gab so viele Vorfälle in den letzten Jahren, schon beim NSU-Komplex. Es ist immer so gelaufen, dass die Opfer beschuldigt wurden. Das Wort Rassismus hat erst Konjunktur in den letzten Jahren bekommen, und deswegen beharren auch wiederum Menschen darauf, dass dieses Problem beim Namen genannt wird. Auch das ist ein Grund, warum wir darauf beharren und nicht allgemeiner von Menschenfeindlichkeit zu sprechen, weil es geht da tatsächlich um eine bestimmte Gruppe von Menschen, ja, die zu einer vermeintlichen Rasse konstruiert werden und dann abgewertet werden. Und deswegen beharren wir auf dem Wort Rassismus an der Stelle. Ja. Aber vielleicht der letzte Punkt dazu, man braucht trotzdem, glaube ich, beides. Es gibt nämlich auch noch den umgekehrten Fall. Also ich glaube auch, man sollte es so spezifisch wie möglich machen. Und wenn es Rassismus ist, als eine Spielart von Menschenfeindlichkeit, sollte man es auch so benennen. Aber umgekehrt gab es nämlich es gibt auch einen umgekehrten Fall. Es gibt ja diese Aufarbeitung der rechtsradikalen, rechtsextremistischen Straftaten von 1990 bis heute. Und in den 90er Jahren sind Taten von der Polizei, die gegen Behinderte verübt wurden und Obdachlose, nicht unter Rechtsradikalismus abgebucht worden, weil das nicht unter Menschenfeindlichkeit gezählt war. Man hat sich noch nicht klar gemacht, dass Menschen mit diesem Weltbild, mit einem sehr rechtsextremistischen Weltbild, alle abwerten, die irgendwie nicht ihrer Gruppe entsprechen. Also das heißt, man hat dadurch, dass man keinen Oberbegriff hatte wie Menschenfeindlichkeit, früher hätte man wie gesagt Fremdenfeindlichkeit gesagt, konnte man diese Begriffe, das war genau dieser Fall, man hatte keinen richtigen Begriff dafür, also sind sie unter den Tisch gefallen. Erst durch die Aufarbeitung hat man die rekonstruieren können. Also man braucht irgendeinen Oberbegriff, der Forschung gerecht wird, die zeigen kann, dass Leute, die diese Neigung haben, also sehr autoritär denken, andere Menschen abwerten, glauben, die Welt ist ein Kampf um Ressourcen und es gibt bessere Gruppen und schlechtere Gruppen, dass die so die Neigung haben, alle abzuwerten. Und um das zu treffen, braucht man irgendeinen Begriff. Deshalb kann man schon, glaube ich, sagen, Menschenfeindlichkeit, ohne dass man damit suggeriert, dass bestimmte Formen von Menschenfeindlichkeit, nämlich Rassismus, weniger schlimm sind oder nicht verfolgt werden sollen. Die Macht der Sprache. Hat uns die Sprache nun irgendwie geholfen, diesem Problem ein bisschen weiter auf den Grund zu kommen, Frau Eckert?
Naja, das ist das Dilemma, wenn wir sie benutzen, um über sie zu sprechen. Das ist natürlich logisch, dass das irgendwo fehlgehen muss. Nein, ich bin da wahrscheinlich auch die Schlechteste, die dafür, also weil ich ja zusätzlich noch versuche, Kunst von Kommunikation zu trennen. Also ich versuche ja mit Sprache was anderes zu machen, als mich damit zu unterhalten, beziehungsweise andere zu unterhalten. Nein, aber ich glaube, niemand ist hier in diese Diskussion gegangen, jetzt mit einem großen missionarischen Eifer oder der Hoffnung, ein neuer Mensch zu sein. Aber ein bisschen was wird hängen geblieben sein. Viele Stunden überzogen schon und deswegen danke ich jetzt Ihnen, Frau Eckhardt, sehr gerne. Herr Hübel, Herr Can, vielen Dank und guten Abend aus Berlin.